Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Wort GoPro ist seit Jahren quasi ein Synonym für das Wort Actionkamera. Ähnlich wie Nutella für Nuss-Nougat-Creme, Tempo für Taschentücher oder Tesa für aufgerollte Klebefolie. Aber dieser Status ist jetzt in Gefahr, denn der bekannte Drohnenhersteller DJI prescht mit einem eigenen ersten Actioncam-Modell in den Markt. Und ob die Osmo Action tatsächlich mit der Hero 7 Black mithalten kann, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Den Anfang machen wir einfach mal beim Design, denn schon hier merkt man direkt, wie ähnlich sich die zwei Kameras eigentlich sind. Beide sind klein, leicht, robust, rechteckig, ohne Gehäuse, ca. 10 Meter wasserdicht, haben sowohl hinten als auch vorne Displays, rechts oben eine dicke Kameralinse, Micro-SD-Kartenslots, USB-C-Stecker und ein paar Knöpfe. Wenn man es ganz genau nehmen will, bekommt man bei DJI einen freibelegbaren Quick-Settings-Knopf mehr, während die GoPro dafür zusätzlich noch einen Micro-HDMI-Stecker mit an Bord hat. Mit dem richtigen Kabel ist es sicher mal praktisch, ansonsten kann man die Aufnahmen aber natürlich auch einfach auf einen Rechner überspielen oder auf dem Display der Kamera anschauen. Und Display ist auch schon das richtige Stichwort, denn hier schafft es DJI tatsächlich einen echten Vorteil zu bieten. Erstens, weil man hinten einfach mehr Fläche und ein sinnvolleres Seitenverhältnis abbekommt und zweitens, weil das Display vorne tatsächlich auch ein richtiges Farbdisplay ist, das anders als bei der GoPro nicht nur generelle Infos in Schwarz-Weiß, sondern auch den Viewfinder anzeigen kann. Das ist natürlich super praktisch, wenn man sich selbst filmen will, aber ich habe das auch sehr in Situationen genossen, in denen man die Cam irgendwo auf irgendeine Art und Weise befestigt hat, die es selbst einem Außenstehenden unmöglich gemacht hätte, von hinten drauf zu schauen. Mindestens genauso clever ist meiner Meinung nach aber auch die Aktion von DJI, einfach exakt denselben Zubehöranschluss zu benutzen, den man schon seit Jahren von GoPro gewöhnt ist, einfach weil man so mit der Osmo auf den gleichen riesigen Katalog an verrückten Befestigungsmöglichkeiten zugreifen kann. Ähnlich ist aber auch die Bedienung. Beide haben auf ihren internen Displays ein super simples Menü, mit dem sich im Endeffekt dann aber doch alles einstellen lässt. Bei beiden gibt es aber auch eine Smartphone-App, über die man genauso alles einstellen und das Live-Bild sehen kann. Und beide liefern eine Sprachsteuerung, über die man ohne großes Rumgefummel die wichtigsten Funktionen unter Kontrolle hat. Aufnahme starten! Einen Pluspunkt, den ich dann aber doch noch bei der GoPro sehe, ist, dass sie tatsächlich auch deutsche Befehle versteht, während bei der Osmo trotz der deutschen Menüführung nur englische Kommandos ankommen. Und die GoPro hat noch so coolen Stuff wie Livestreaming oder smooth Hyperlapses mit an Bord. Das ist aktuell definitiv noch ein kleiner Vorteil, allerdings hat DJI schon angekündigt, dass zumindest die Hyperlapses noch per Update dazukommen sollen. Der Höhepunkt der Gleichheit zwischen den zwei Actioncams ist meiner Meinung nach aber im Bereich der Videoqualität erreicht, denn das Osmo Action Specsheet liest sich so, als ob DJI einfach bei GoPro abgeschrieben hätte. Beide haben einen exakt gleich großen 12-Megapixel-Sensor, können 4K mit bis zu 60 FPS oder 1080p mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Theoretisch kann die Osmo zwar noch HDR-Video, was ich wegen der fehlenden Stabilisierung allerdings niemandem empfehlen würde, und die Bitrate ist auch minimal höher, aber ganz ehrlich, das sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Hier und da kommen bei der Osmo vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr Details raus, aber dafür kommt die GoPro etwas besser mit Gegenlicht bei Bäumen klar, auch wenn sie dann wiederum meistens ein klitzekleines bisschen beim Weißabgleich absackt. Doch das sind alles wirklich nur winzige Mimimis, die im Endeffekt zum selben Schluss führen. Beide Kameras liefern ein wunderbares Bild, über das man sich eigentlich kaum beschweren kann. Jetzt kommen wir aber mal endlich zu dem großen Punkt, über den alle diskutiert haben. Die digitale Stabilisierung. Als GoPro letztes Jahr zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt hat, wie extrem leistungsfähig ihre neue Software Hypersmooth in der Hero 7 Black tatsächlich ist, war das Staunen schon sehr groß und man war sich sicher, dass dieser Vorsprung ein ganzes Weilchen halten würde. Genau deswegen ist es für DJI super wichtig gewesen, auch in ihrer Cam ein gutes System dafür zu verbauen, und nachdem ich beide nebeneinander ausprobieren konnte, kann ich tatsächlich sagen, Rocksteady hält mit Hypersmooth nicht nur mit,
Es übertrifft es sogar. Denn auch wenn beide Kameras ein Gyroskop und ein Accelerometer nutzen, um Bewegungsdaten beim Film mit aufzuzeichnen und direkt mit dem Bild zu verrechnen und beide Kameras diese Aufgabe auch nahezu perfekt meistern, ist es einfach so, dass DJI tiefer ins Bild reinschneidet und sich somit mehr Spielraum übrig lässt. In der Praxis heißt das, dass beide Actioncams meistens sehr vergleichbar stabile Videos ausspucken. Aber bei extremen Bewegungen kommt dann irgendwann der Punkt, an dem die GoPro aussteigt, während die Osmo weiterhin festhält. Klar, bezahlt man dafür mit einem etwas geringeren Weitwinkel, aber das ist es in meinen Augen allemal wert, denn besonders im Action-Bereich kann die Stabilisierung in Extremsituationen den Unterschied zwischen einer super beeindruckenden und einer einfach nur verwirrenden Aufnahme ausmachen. Jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie es mit der Akkulaufzeit aussieht. Nun, in manchen Reviews kann man in Direktvergleichen beobachten, wie die Osmo ein paar Minuten länger durchhält. In anderen wiederum liegt die GoPro vorne. Ich kann euch sagen, dass alle recht haben, denn in meiner Erfahrung ist es einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem niemand konstant die Nase vorne hat, denn beide Kameras schaffen es bei stabilisierten 4K 60 circa 1,5 Stunden aufzunehmen, bis ein neuer Akku gefragt ist. Aber gut, wie lautet jetzt das Fazit? Ich find's einfach mega beeindruckend, was DJI hier geschafft hat. Ich meine, sie starten mit ihrer ersten Actionkamera und können direkt in quasi allen Punkten auf Anhieb mit GoPro mithalten. Und das, obwohl die schon seit Ewigkeiten an ihren Kameras forschen und besonders in den letzten Jahren echt große Fortschritte gemacht haben. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass DJI es sogar geschafft hat, in dem wichtigen Punkt der Stabilisierung nochmal einen draufzulegen, obwohl GoPro letztes Jahr mit Hypersmooth so viele Köpfe hat explodieren lassen und dann kostet die Osmo auch noch 50 Euro weniger, ja, da bleiben einfach wenig Argumente, abgesehen vom Livestreaming, übrig, die dafür sprechen, dass man sich eine GoPro und nicht die Osmo holen sollte. Dieser Vergleich hat in meinen Augen aktuell einfach einen extrem klaren Gewinner, aber ich denke auch, dass GoPro das nicht auf sich sitzen lassen wird und bin schon mega gespannt, was wir bei der Hero 8 erwarten können. Aber ja, ich denke, das war's. Wenn ihr Bock habt, noch mehr über die Osmo Action zu erfahren, dann checkt doch auch gerne mal das Video von meinem Kollegen Jonah Plank aus. Ich habe euch das hier oben in den Infokarten oder unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn dort geht er nochmal auf so 5 Tipps und Tricks ein, wie ihr das Maximum aus dieser kleinen Kamera hier herausholen könnt. Aber ansonsten bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Bewertung würde ich mich natürlich auch wie immer sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin, ciao!